Hallo in die Runde, es ist Dienstag, der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Auftritt beim großen Rocket-Turnier. Bevor ich da jetzt zum tagesaktuellen Geschehen komme, hier noch einmal der Hinweis: In 5 Tagen ist das große Finale, wo die erste Riesensumme an Knöpfen unter das Volk verteilt wird. Auch noch interessant, in der zweiten Auflage im Jahr 2019 ist es, so ist mein Eindruck hier im Moment, ein sehr guter Zeitpunkt ins Turnier einzusteigen, denn es erscheint so einfach wie noch nie, sich hier fürs Monatsfinale zu qualifizieren. Erstens mal denkt der eine oder andere vielleicht, ach, das Jahr ist noch lang, habe ich noch ein bisschen Zeit, und die Teilnehmerzahl ist deswegen ein wenig geringer als noch am Ende des letzten Jahres. Zum anderen wurde ja auch der Modus geändert und es gibt 12 Qualifikanten jede Woche. Können wir es hier sehen, in der ersten Woche haben wieder mal 2.900 gereicht. In der zweiten Woche haben sogar 2.700 Punkte gereicht, um sich ein Monatsticket zu ziehen. Und was mir in der Woche aber besonders aufgefallen ist, was ich hier auch mal erwähnen will: Ein neuer Spieler, Table Dancer, hat es geschafft, den absoluten Rekord aufzustellen. Ich weiß nicht, ist das ein Rekord für die Ewigkeit? 1132 Punkte in einer Zwölferliste, das ist ja irre. Also dazu herzlichen Glückwunsch. Hat mich so neugierig gemacht, dass ich direkt mal geschaut habe, wie war da das Spielverhältnis. Hat der Mann oder die Frau etwa 12 zu 0 gespielt? Nein, es war nur ein 8 zu 0 mit zwei Beatspielen und das müssen ja dann deutlich über 600 Spielaugen gewesen sein. Also vielleicht auch für alle, die sich noch nicht so ganz durchringen konnten, nicht so richtig Online-Spieler sind, auch hier als Neueinsteiger kannst du den anderen, den Alteingesessenen zeigen, wo der Hammer hängt. Also ein ganz hervorragendes Ergebnis. Ja, und hier in der dritten Woche, die hat ja gerade erst angefangen, da ist natürlich noch ganz viel zu spielen, da sind erst ein paar Ergebnisse drin. Zur Sache, wir wollen ja auch die Karten rühren, nicht nur das Geplänkel drumherum. 12 Spiele, Masken-Jackpot, es geht um die Quali zur Monatsmission. Erstes Spiel, meine Hand hier ein einfacher Karo in Vorhand. Das ist natürlich ein Blatt, mit dem du häufig hier für 18 nicht rankommst. Doch heute gelingt es und die erste gute Nachricht: Karo Bube im Skat, das ist der siebte Trumpf. Damit ist es natürlich ein sehr guter Karo. Der 0, da müsste ich Pik Ass Bube drücken, die 8 Pik im Aufschlag, aber Kreuz 7, 9 König, das ist ein Risiko, was ich nicht eingehe, schon gar nicht als Null wäre, wenn ich ein so viel besseres Farbspiel in Karo habe. So, 4 Augen im Keller, wenn der jetzt schwierig werden soll, dann müsste schon in Kreuz ein Unglück passieren. Das ist nicht der Fall, ich will die Kreuz Lusche günstig los, 25. Damit ist das Spiel schon so gut wie safe, denn jetzt gibt es noch einen Trumpfstich und danach noch einen Pikstich. So, Trumpf steht sogar 2-2, also 33. Hier noch einmal schnell routiniert die Pik-Dame getaucht, Karten gezeigt und weiter, weiter, weiter. Das war ja irgendwo ein bisschen, naja, langweilig wäre zu viel gesagt, aber eins von diesen Spielen, bei denen es nicht viel Spannung gibt. Das könnte hier schon anders werden. Wieder ein verheißungsvoller Ansatz. Ass 10 König, Ass Lusch, zwei Buben und noch die Kreuz 10. Natürlich reizt sich das Ding mindestens bis 24, würde ich mal sagen. Und kommen auch hier bei 23 schon ran. Herz, Lusche und Kreuz Dame, nicht unbedingt eine Traumfindung, aber immerhin der sechste Trumpf dabei. So, dann kann man sich überlegen, wie zu drücken. Also in Mittelhand würde ich wohl Kreuz 10 und Karo König drücken, die Karte so ein bisschen undurchsichtig lassen. In Hinterhand lieber eine Farbe frei, dann soll nach Plan entweder, es geht Kreuz 10 freigespielt werden, oder ich wenigstens in Karo was Volles fangen. Etwas unschön natürlich hier die 22er Reizung, wenn Pik rauskommt, kann das Spiel ein bisschen kritisch werden, aber alle Sachen kannst du ja nicht abdecken. Eine Karo Lusche blank zu schleppen ist auch nicht unbedingt schön, also hier mal 4 Augen gedrückt und dann gucken, dass das Ding geht. Nun kommt auch direkt Pik raus, nicht so schön. Ist mir auch zu riskant, hier im Aufschlag zu schnippeln. Kann leicht sein, dass mir dann die Pik 10 im zweiten Stich und das Pik Ass abhanden kommt. Also dann, wenn du dann schon so ein Thema hast, lieber direkt ohne Zögern rauf. Bloß nichts anmerken lassen und jetzt einfach mal gucken. Es wird die Farbe gewechselt. Karo sehe ich natürlich nicht so gerne, da bin ich jetzt aufgeflogen, was meine Drückung angeht.
Wäre schöner, ich hätte jetzt Karo Lusch noch in der Hand und Kreuz 10 unten. Andererseits, wenigstens wurde nicht die Pik 10 zwischengezogen, sodass ich jetzt die Chance nutzen kann, hier ganz günstig abzuwerfen. So, sollte denn jetzt etwa Spieler 3 blank Pik ausgespielt haben? Naja, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also, wenn es dann doch der Fall ist, wenn es hier den Überstich gibt, dann ist wenigstens Trumpf der Stich raus. Ansonsten, wenn ich jetzt hier kleiner steche, dann gefährde ich womöglich trotzdem Trumpfvolle. Aber das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. So, ist auch nicht der Fall. Einen Trumpfvollen schon mal nach Hause bekommen. So, der zweite dunkle Bube taucht, wartet auf mehr Punkte. Für mich die gute Nachricht, Trumpf saß ganz artig da. Geht jetzt natürlich das Karo Ass rein. Karo 10 kommt zu mir. Und jetzt ist an sich schon zu sehen, alles wird gut, denn Kreuz kann nicht mehr 4 zu 1 stehen, da ja beide Spieler nur noch 3 Karten in der Hand haben. Das heißt, es wird nicht möglich sein, jetzt hier noch einen Stich mit Kreuz Ass 10 und Pik 10 hinzuzimmern. Wenn jetzt Pik 10 direkt auf den Tisch kommt, wird es mir auch langen. Und so muss logischerweise noch einmal bedient werden. Damit gewinne ich das Spiel also auch ungefährdet mit 69 Augen. Und dann, ja, das war zwar an sich ein gutes Spiel, aber ohne Risiko dann auch wieder nicht, je nachdem wie es läuft. Also jetzt hier erstmal einmal durchpusten, denn Spiel 3 ist natürlich definitiv nicht das meine. Herz König im Aufschlag, steht irgendwie schon so blank drauf. Jetzt, wo Herz 8 vom Alleinspieler kommt, ist es eine Gewissheit, dass der blank war. Dann denke ich doch mal, mein Partner wird wohl auch einen Buben haben. Mal gucken, ob er es jetzt schafft, mich irgendwie anzuspielen. Dann würde ich natürlich Herz 10 bringen, aber ist ja nicht so wahrscheinlich, nicht so realistisch und logisch. Spieler 3 nimmt jetzt auch sofort mit und guckt erstmal nach dem Rechten mit dem Kreuz Buben. Buben kommt verteilt und da ist die Musik auch schon wieder ausgegangen. Da geht die Karte auf. Ja, an sich, wenn man so will, vielleicht sogar ein bisschen überraschend, dass der Alleinspieler hier im ersten Stich den Herzkönig verweigert hat. Wenn er rausnimmt und die Buben kommen, dann hat er sogar eine kleine Schneider-Schwarz-Chance. So war sein Spiel sogar noch ein wenig gefährdet, wenn danach dann seine Stechfarbe kommt. Aber gut, das Risiko war wohl auch überschaubar. Er wollte es wohl am ehesten auf Schneider absichern. Das ist ihm dann auch souverän gelungen. Na, das ist doch ganz nett heute. Es sind zumindest Karten, bei denen immer irgendwie ein bisschen Fantasie drin ist. Hier kann ich auf jeden Fall mit reizen. Mein Karo ohne 3 ist natürlich noch keine sehr starke Karte. Also eine Verstärkung hätte mir so oder so gut zu Gesicht gestanden. Auf 27 lasse ich mich dann aber auch gerne hier aus dem Blatt rausdrängen, wenn man so will. So verwegen bin ich dann nicht. Irgendwann wird es ja auch riskanter, wenn dann mal ein Bube drin liegt. Und nun ist Spieler 1 sofort mit Sprungreizung auf 46 auch noch dabei als Dritter, also da kann ich, da wäre ich dann wohl sowieso nicht reingekommen. Ja, ob der nun Nullover spielen will, das kann ich mir eher nicht vorstellen, denn dann würde man das versuchen, eher so ein bisschen zu verbergen, nicht unbedingt durch eine Sprungreizung so offensichtlich machen, denn dann würde man möglicherweise Spieler 3 nötigen, den einen Rang durchzuziehen. Gut. Schauen wir mal, ob meine Einschätzung da stimmt. Sie stimmt, er spielt selber den Grang. Gut, immerhin habe ich kein Kreuz und einen Buben. Ja, ich greife in die lange Farbe, da kann an sich am wenigsten passieren. Dass jetzt tatsächlich hier so schön die Übergabe funktioniert auf 15 Augen, das ist, ja, das war nicht unbedingt anzunehmen, aber auch so kann es fallen. Dann wird Spieler 1 wohl in einer anderen Farbe 2 gedrückt haben. So, jetzt hoffen wir natürlich auf Kreuz, damit der Karo Bube groß in Szene kommt. Oh, Herz Ass, mein Partner hat andere Pläne. Wird auch bedient vom Alleinspieler. Na dann, was hat er denn dann wohl gedrückt? Pik vielleicht oder Kreuz? Auf jeden Fall haben wir schon mal 29. Und da geht sie weiter, die wilde Fahrt, und er muss nochmal bedienen. Und mit Karo 10 sind es schon 49. Also jetzt noch ein Stich in Pik oder in Kreuz und wir sollten zu Hause sein. Gut, ein Stich, wenn ich jetzt Herz König absteche, das langt natürlich noch nicht.
Aber den hat auch mein Partner. Und jetzt wird's doch an sich klar, die Karte. Es muss doch der Alleinspieler noch die beiden oberen Buben haben und dann kann er an sich nur noch 4 Kreuz haben. Wenn er 4 Pik hat, dann gewinnen wir logischerweise sowieso. Aber mein Partner in Mittelhand hat ja auch gereizt. Das würde Sinn machen, dass mein Partner noch das Pik Ass hat und jetzt den Kreuz König zu dritt hoffentlich. Gut, wenn er nur die Kreuz Dame zu dritt hat, dann ist jetzt Rest beim Alleinspieler. Aber der klappt die Karten nicht ab. Und solange er die Karten nicht abklappt, glaube ich jetzt keine Sekunde mehr, dass er dieses Spiel gewinnen kann. Da kommt die Kreuz Dame von meinem Partner. Also wenn der nach Herz 10, sage ich mal, da hätte er auch sogar mal Kreuz Dame spielen können. Dann hätten wir noch einen 15-Augen-Stich oben aufgelegt, dann wären wir auf 77, glaube ich, gekommen. So sind wir bei 63. Also, das war jetzt eine bittere Pille für den Alleinspieler. 4 Stiche nur in der Abgabe, weil Kreuz König zu dritt sitzt, sonst an sich nur 3 Stiche und schon hat's geklingelt. Herz saß dagegen auf Karo fielen die 15 Augen. Das ist eine bittere Pleite, damit kann Spieler 1, ja, mit schlechter Laune, aber hoffentlich mit fairem Spiel, hier die Liste weiter fortsetzen und wohl nicht mehr groß ins Geschehen eingreifen. Ander Spieler 3, der spielt krank. Jungs kommen verteilt, ist, denke ich, aber mal in dem Spiel gar nicht so entscheidend, wenn ich mir so meine Restkarte anschaue. Herz Ass dabei, da sehen wir es, Pik Ass 10, 9. Mein Partner gar kein Pik, also dann macht Pik König mit großer Sicherheit einen Stich. Das wäre sehr ungewöhnlich, wenn die Pik 9 gedrückt wäre. Kreuz Ass 10 dabei. Herz 10 noch dabei. Also hoffe mal, dass Karo Ass wenigstens bei meinem Partner ist, sonst können wir wohl kaum rauskommen. Das sieht aber gut aus. Da haben wir 20 Augen liegen. Alleinspieler sicher noch auf Pik Ass Lusche und dem letzten Buben. Mein Partner noch auf dem Karo Ass. Wenn mein Partner das jetzt in meinen Pik-Bildstich reintut, welcher immer das dann wird, ob das dieser wird oder einer der beiden nächsten, dann kommen wir raus. So, Spieler 3, ich denke mal, die besten Chancen hätte er gehabt, wenn er jetzt noch mal taucht, dass Spieler 1 das Karo Ass noch festhält. Wo er jetzt rausnimmt und den Buben zieht, hat er natürlich keine Chance auf Schneider. Das war vielleicht ein wenig leichtfertig. Er hätte immerhin danach auch noch mal die Pik-Lusche spielen können, hoffen, dass Spieler 1 neben der Spur steht. Aber diesen Schneider, da hat er nur halbherzig drum gekämpft. Dafür geht's jetzt weiter. Ich habe natürlich eine ganz schlappe Karte, die ich hier nur mal angereizt habe. Auch diese verkaufe ich sofort für 20. Spielansage Kreuz, tick weit ernüchternd, da ich nur 2 Trümpfe habe, auch sonst alles mit bedienen muss. Das macht erstmal nicht den Eindruck, dass die Partie jetzt interessant werden könnte. Nun kommt Herz 10. Die ist, na sagen wir mal, zu 99,7% blank. Sonst wäre das ein sehr ungewöhnlicher Zug. Und da stellt sich ja nun die Frage, Herz König 7. Hat der Alleinspieler beide in der Hand? Hat er beide gedrückt oder hat er vielleicht nur den König gedrückt und noch woanders eine Schwäche? Mit den 4 Stück, die ich hier habe, gehe ich rauf und hoffe, dass er eine noch davon hält. Ansonsten habe ich sowieso nicht das Gefühl, dass wir das Spiel schlagen können, wenn wir hier nicht so einen glücklichen 21er reinziehen. Nun hat sich aber der Alleinspieler mit dem Trumpf Ass hier einen 32er-Stich reingezogen und damit sind wir vermutlich aus den Siegambitionen raus. Gut, ich kann jetzt natürlich Herz weiterspielen, in der Hoffnung, dass mein Partner günstig was abwirft. Das kann aber der Alleinspieler auch und das ist ja jetzt ein Stich, der mir irgendwie ein wenig spanisch vorkommt, mal vorsichtig formuliert. Die Karo Dame schon irgendwie ungewöhnlich, dass der Alleinspieler König Lusch gedrückt hat und jetzt hier Bilder abschmeißt. Blank, war die blank? Wenn ja, dann war es sehr clever, aber was mich dabei mehr beunruhigt ist, wenn der Alleinspieler Karo abschmeißt, dann muss er doch noch wohl am ehesten Pik haben. Wie kommt denn mein Partner jetzt auf die Idee, Pik Ass zu wimmeln, wo ja sehr offensichtlich 2 Herz gedrückt sind? Mit 5 Herz wäre ich ja wohl nicht auf die Herz 10 raufmarschiert. Also hoffe ich mal, dass ich mich da gleich wieder einbekommen kann und mein Partner noch Pik 10 König oder sowas in der Hand hält. Würde ich aber nicht drauf wetten. Jetzt klärt sich hier das Mysterium ein bisschen. Karo König noch beim Alleinspieler, also Dame König gehalten, dafür König Lusch gedrückt, hat ihm hier zum Vorteil gereicht. Dann hat er wohl tatsächlich eine ziemlich schlappe Beikarte. Irgendwie noch mit Karo und Pik. Ja, Mensch, Pik. Ass wird, also
Kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. So, ich glaube nicht, dass ihr die Karo 10 noch irgendwie am Alleinspiel vorbeikriegt. Nachdem mein Partner da nun die drei Augen übergestochen hat, wird er wohl auch keinen Trumpfstich mehr machen. Ist aber egal, wenn, dann brauchen wir sowieso in Pik noch einen 14-Augen-Stich und einen Bubenstich. Tja, das. Ja, denkbar wäre es noch. Pik König 10 für uns und Kreuz Pik Bube, wenn Kreuz Bube bei meinem Partner ist. Ne, ist nicht. Karo Bube. Was ist denn jetzt? Wo ist der Kreuz Bube? Den muss doch dann eigentlich der Alleinspieler haben. Pik 10 hat er jedenfalls. Toll. Und Kreuz Bube, okay, das war jetzt eben noch ein Showzug mit dem Kreuz Buben. Den hätte er auch von oben ziehen können. Auf jeden Fall kriegt er die Pik 10 heim, gewinnt jetzt mit 72. Ja, realistisch. Ich glaube, ich hätte wohl dann spätestens im vierten Stich. Einmal Herz und dadurch war noch okay. Im vierten Stich spätestens hätte ich wohl auch die Karo 10 scharf bringen müssen. Ein weiteres Ass beim Alleinspiel hätten wir nicht mehr geschlagen. Bin ich irgendwie auch nicht auf die Idee gekommen. Vor allen Dingen, wo das Pik Ass fiel. Ja, auch ein bisschen dusselig. Haben wir wohl gemeinsam uns gut aneinander angepasst, Spieler 1 und ich, dass das nach dem 32er Auftaktstich noch so ein wildes Maschinchen war, da, das hätte ich ja eben auch nicht gedacht. Dann sieht man es wieder, nie zu früh aufgeben. So, Karo Lusche gleich Stechfarbe getroffen. Gucken wir mal, ob wir jetzt in diesem Spiel ein bisschen mehr bewegen können. Ich bleibe erstmal unter, das ist natürlich kein Grund, hier Trumpfstiche zu verschenken. Herz Ass von meinem Partner. Warum spielt er nicht Karo weiter? Vor allen Dingen denke ich mal, Spieler 3 muss ja etwas, ein paar mehr Herzen haben, sonst hätte er auf Karo Lusche einen blanken Herz sicher abgeschmissen. Oder gar keinen. Doch, er hat. Und deswegen tue ich die Herz 10 dann natürlich noch nicht rein. Ja, das riecht danach, dass Spieler 3 den Herz König zu dritt hat. Wie gesagt, ich bleibe mal bei der Frage, warum hat mein Partner nicht dann Karo weitergespielt? Womöglich hängt dann voller. Trotzdem, ich denke, 6 Trümpfer, den schlagen wir jetzt nicht mehr. Wenn er noch einen Pik hat, dann hat er vermutlich die 10 gedrückt, sonst hätte er die Pik Lusche oder was er hat auf Karo abgeworfen. Aber vielleicht hat er auch nur einen 5 Trümpfer und hat dann neben dem Herz König noch 2 Pik dabei. Also ich glaube, einmal kann ich hier noch in Karo reingreifen. Wenn 2 Karo gedrückt sind, dann ist wenigstens die Pik 10 auch noch im Umlauf. Also einmal kann ich hier noch in Karo reingreifen. So, da fällt die Karo 10, sieht erstmal doof aus, ist aber, finde ich, gar nicht so blöd, denn Karo Ass ist dann ja noch bei meinem Partner. Es bleibt die Frage, warum hat er nicht Karo 10 fortgesetzt, sondern das Herz Ass, war ja auch das Risiko, dass der Alleinspieler die Herz 10 dann freigespielt bekommt, aber sei es mal drum. Wenn es der 5 Trümpfer ist, wo ich jetzt vom Spielverlauf inzwischen ziemlich stark von ausgehe, dann ist das alles nicht so schlimm. Dann kann mein Partner jetzt gar nichts mehr verkehrt machen. Ob er nun seinen Trumpf rüberspielt, danach mache ich noch Pik Ass und Karo König. Oder ob er jetzt Pik spielt, danach ziehe ich Trumpf. Nur das Karo Ass darf er natürlich nicht ziehen. Auf die Idee wird er ja wohl. Ah, das. Nein, mein schwaches Herz. Was tut er denn jetzt? Wieso spielt er denn Karo Ass? Oh, das ist doch nicht. Das ist doch nicht zu. Passen. Ja, und natürlich hat er noch Pik dabei, Pik König, Pik Dame, Pik 10 gedrückt, was weiß ich, Pik König, Pik Lusche, toll. Wie, also, nein, 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 ja, jetzt gibt er natürlich auch gleich auf, gewinnt gerade mal mit 67, weil er da allen Ernstes noch Karo Ass und König stechen durfte. Mensch, Junge, das war doch klar, dass ich hier aus dem Drilling ausspiele. Wie kamst du denn jetzt auf das Karo Ass? Oh, deswegen ist Skat so ein brutales Spiel. Da kipp ich dann manchmal fast vom Stuhl. Jetzt heißt es aber weitermachen. Und natürlich ärgere ich mich. Und natürlich bin ich auch so verärgert, dass mir hier irgendwo so ein bisschen schon eine Sicherung durchbrennt. Denn jetzt habe ich an sich ein Spiel. Spieler 3, der nun wirklich ein Ding sehr glücklich gewonnen hat und das eben katastrophal geschenkt bekommen hat, reizt aber wieder dagegen. Ich komme hier für meinen Karo mit 2 nicht ran. Und jetzt bin ich aber so stinkig, dass ich mir das natürlich nicht bieten lassen will und reiz einfach weiter. Aber was wollte ich denn jetzt spielen? Karo Hand wäre jetzt eine Variante bei 33 oder muss jetzt einfach mal zum Grang oder ein Bube noch drin liegen. Ja, was machen wir? Da dämmert mir irgendwie schon in diesem Moment, dass ich jetzt vielleicht ein wenig zu den Mund zu voll genommen habe. Es liegt auch absoluter Rotz drin. Pik Dame, Herz 8 und jetzt bin ich natürlich am Arsch.
Ja, so kann man sagen, 33, ich kann jetzt natürlich den Pik spielen, aber was ist das bitte für eine Beikarte? Karo König zu viert und dann selbst nur 5 Trümpfe. So oder so, was immer ich jetzt hier zaubern will, ich glaube, die Herz 10, die brauche ich schon mal blank auf jeden Fall als Anschiss, wo Spieler 3 in Vorhand auch auf 30 passt und vielleicht mal mit Herz unter Raus aufkommt. Mir fällt jetzt eigentlich nur eine Sache ein, die noch ein bisschen dusseliger ist als dieser Pik, der kaum gehen kann, das ist der Karo. Das Spiel muss dann Schneider gewonnen werden. Naja, also dann würde ich mal sagen, alle Daumen drücken, alle, die da draußen sind und noch 10 Ave Marias. Ja, hat aber wohl nichts genützt. Die anderen haben auch jemanden, der für sie betet. Kreuz Ass im Aufschlag verrät natürlich mein Blatt. Jetzt glaube ich nicht mehr, dass das noch funktionieren kann. Gut, erstmal hoffen auf Lucky Punch, dass erstmal hier zwei Trumpfvolle vielleicht blank stehen. Da kommt schon mal der erste, aber es kommt auch der Karo Bube und ja, das habe ich mir fast gedacht, der war dann nicht blank, der Volle durch die Anzeige Karo Bube. Das hat Spieler 1 in dem Moment jetzt mal wieder korrekt gespielt, dass er die, nicht die Karo 7 legt, sondern den Karo Buben zeigt. Damit erlaubt er Spieler 3 natürlich den Herz Buben zu legen, um das Trumpf Ass zu machen und damit ist jetzt wohl die Musik raus aus diesem Schneider. Jetzt kann der eigentlich rechnerisch nicht mehr funktionieren, selbst wenn, wie wir hier sehen, das Herz Ass gewimmelt wird, denn das sind schon 22. Gut, jetzt müsste die Pik 10 irgendwie kommen, blank oder nicht, weil sich einer verklickt und danach der König rausgenommen. Das kann natürlich noch sein, aber die Chancen waren tatsächlich nicht besonders groß. Ja, schön, zwei Stiche nur abgegeben, aber Spieler 3 hat es geschafft, mir dieses Spiel madig zu machen. Ja, wie stark war er denn eigentlich? Einen Bauern hatte er. Herz Ass hat ihm gefehlt, Pik Ass hat ihm gefehlt, also wahrscheinlich hat er auch ganz schön am Limit wieder gereizt. Ja, muss ich mich jetzt nicht darüber beklagen, macht das Spiel nicht mehr besser. Den kann ich mir jetzt anziehen und damit bin ich angekommen, auch im Tal der Tränen, da wo Spieler 1 schon seit einigen Spielen weilt. Wir können jetzt also hier diese Liste nur noch mit guter Miene zu Ende spielen und ja, Spieler 3, wenn der jetzt noch das eine oder andere Spielchen bekommt, dann kann er hier richtig glänzen. So, Jungs, legt aber da bitte mal einen Gang zu. Gerade nach so einem Vorfall habe ich jetzt auch noch was anderes zu tun. Ich will nach Hause, habe noch ganz viele Sachen hier auf meinem Schreibtisch, die ich noch erledigen könnte, während ihr da in aller Ruhe durchzieht. Mensch, es gibt da auch die Sprungreizung. Macht eine Ansage und dann kann es hier weitergehen. Ja, dieses verhaltene Reizen, das kommt aber natürlich auch daher. Wir sehen es jetzt hier, dass Spieler 3 natürlich jetzt Null-Ouvert spielen wollte und deswegen in aller Seelenruhe, da hat er eben keine Sprungreizung gemacht, nicht zu schnell das Spiel verraten. Er hat ja gehofft, dass Spieler 1 irgendwann aufgibt, aber der hat jetzt wohl auch nochmal so ein Apparat in die Hand bekommen, dass er nicht passen konnte oder wollte. Grang in Vorhand mit Zweien, Jungs kommen verteilt. Gut, dann wird er sicher noch mindestens eine lange Farbe oder drei Asse oder was haben. Da ist das Herz Ass schon mal. Gut, also für uns kann Marschrichtung jetzt wohl nur sein Schneider frei. Also hier auf die Karo Dame, da warte ich natürlich nicht. So sind wir auch rausgekommen. Und es war auch eine gute Idee, denn hier sitzt noch die Stärke in Form von 5 Kreuzen von oben. So, drei Spiele vor Schluss muss ich jetzt. Ah, schaut es euch an, schaut es euch an. Gerade wollte ich sagen, muss ich jetzt noch zittern und bangen, dass ich überhaupt gegen Spieler 1 meine Punkte verteidige. Und da kommt doch eigentlich die Begründung, warum ich immer sage, Skat ist ein Geduldsspiel und warum das vielleicht auch nicht so schlau ist, selbst wenn man sich ärgert, so einen Nervenverlust, so ein Blatt so zu überziehen, wie ich eben in Spiel 8. Denn diese Punkte, die können dir dann am Ende doch wieder fehlen. Jetzt mache ich hier nicht den Grand Hand mit Kreuz 8, 9 und Pik. Einem teuren Pikstich wäre das zu verlieren. Lieber noch mal einmal reingucken. Gut, Karo 10 gefunden. Jetzt habe ich natürlich einen Bullengrang mit nur zwei Stichen in der Abgabe. Das wäre ja fast ein Wunder, wenn ich da nicht irgendwie einen Schneider rausbekomme. Ja, erste kleine Überraschung. Spieler 1, jetzt den Instinkt. Wieso nimmt er denn das Kreuz Ass? Oder wer hat Kreuz Dame König? Davor kaum Spieler 3. Wo ich zwei Kreuz gedrückt habe, warum nimmt er denn raus? Na gut, er ist wohl auch erfahren genug, um zu ahnen, dass die 10 vielleicht gedrückt ist.
dann gehe ich jetzt natürlich nicht mit der Pik 10 rauf. Na, wenn da eben nur Kreuz König gelegen hätte, wäre ich jetzt natürlich mit der Pik 10 raufmarschiert und hätte den Schneider gesichert. So muss ich jetzt hoffen, dass das Pik Ass direkt genommen wird. Das ist der Fall. Also ein wenig Tempo wieder in die richtige Richtung aufgenommen mit einem Grang mit 4 Schneider, der zählt 144. Naja, Mensch, zwei Spiele noch. Vielleicht hole ich die 200 Punkte ja doch noch auf, wenn es denn so weitergeht. Tut's aber nicht. Wäre auch merkwürdig, wäre auch komisch, schon gar nicht so auf Ansage. Also Spiele erbetteln, das ist zwar ein Stil, der müsste theoretisch jedes dritte Spiel auch hinkommen, weil jedes dritte Spiel kriegst du ja nun mal, aber es ist weder so ein guter Stil, noch funktioniert das ständig, also spare ich mir das auch. Spieler 1 ist jetzt nochmal am Zuge und gucken wir mal, wie der diese traurige Liste noch vielleicht mit einem Ehrentreffer zu Ende bringt. So, mein Partner spielt unterm Kreuz Ass. Das Spiel läuft in den üblichen Bahnen. Stechen, Trumpf, Stechen. Gut, wenn ich jetzt nochmal rankomme, Kreuz 10 darf ich natürlich nicht mehr ziehen. Kreuz Ass hängt jetzt bei meinem Partner. Na, hier sieht es aus, als ob der Alleinspieler ein wenig Trumpf kurz ist. Also ein 6-Trumpfer wird es nicht sein, sonst wird er jetzt noch nicht über die Dörfer gehen. Ja, ich denke, klar, ich muss hier einmal meinen Trumpf abspielen. Wenn ich am Stich bleibe, kann ich mit Karo Lusch fortsetzen. Wenn nicht, bin ich aus der Verantwortung raus, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hat ja mein Partner noch den alten. Nee, hat er nicht, der ist schon beim Spieler. Okay, der zieht Karo Ass. Naja, dann wird er wohl jetzt alle Piken dabei haben. Nützt aber nichts, das überprüfen wir. Ja, und hier ist ihm sogar entgangen, Spieler 1. Das ist jetzt vielleicht kein ganz großer Vorwurf, auch nicht wirklich mehr so spielentscheidend, aber diesen Einstich davor, Pik, Lusche, Kreuz 10, Trumpf, Lusche, den hätte er gar nicht abgeben müssen. Die Buben waren alle raus, Herz, Dame war hoch mit der Herz, Dame. Hätte er die Trumpf, Lusche auch holen können, dann hätte er das Spiel sogar Schneider gemacht. Na gut, bei minus 10 im Endergebnis hätte man sagen können, sonst hätte die 0 wieder mal gestanden. So sind es dann wohl die minus 10. Und im letzten Spiel, da komme ich jetzt noch mal groß raus. Zumindest habe ich noch mal eine sehr, sehr schöne Karte. Kleinen Moment bitte gerade. Ja, da kann man sich jetzt natürlich wieder diese Gewissensfrage stellen. Ist es jetzt noch fair, dass ich im letzten Spiel diese Karte reize, wo Spieler 3 doch gute Punkte hat? Ich die Punkte eigentlich nicht mehr brauche, aber es wäre ja sicher auch nicht fair, ein gutes Spiel jetzt laufen zu lassen, es dem Spieler 3 so leicht zu machen. Darüber hinaus muss ich sagen, der hat in dieser Liste auch sehr steil gereizt, hat mich auch kaputt gereizt und noch Spiele ausgesprochen glücklich geschenkt bekommen. Also ich bin jetzt nicht gerade so in Gönnerstimmung, dass ich sage, spiel du, Mann. Nein, ich werde jetzt hier schon meine Chance auch nochmal nutzen. Herz-Hand muss ich jetzt spielen bei 36 und ja, wenn ich den gewinne, dann irgendwo auf 350 Punkte komme, vielleicht fällt sogar noch ein kleiner Trostpreis für mich dabei ab. Aufwachen bitte, Erde an Spieler 1, wir wollen hier alle in den Feierabend, da geht's los, Kreuz. Ein Stich, der nichts erklärt, noch nichts kaputt macht, ein neutraler Stich. Kreuz Bube eben, das sieht natürlich nicht so günstig aus, wenn die Trümpfe tatsächlich sehr einseitig stehen. Kreuz 10 gefällt mir natürlich dann schon wieder besser. So, zwei Augen, jetzt hoffen wir mal, dass Pik Bube auch noch bei Spieler 3 ist, dass er vielleicht geblufft hat. Das ist aber nicht der Fall, das ist nicht der Fall. 17 Augen, oh, jetzt wird das Spiel aber schwierig. Karo König, wer hat wohl Karo Ass? Ich vermute eher Spieler 3, deswegen bin ich da jetzt nicht direkt mit der 10 draufgetobt. Jetzt kam Karo 7 aber dermaßen schnell, dass ich das Gefühl habe, nee, Karo Ass hat er doch nicht, dann liegt es vielleicht im Stock. Ich habe es jetzt plötzlich für eine gute Idee gehalten, da mal mit der 10 raufzuhüpfen. Gut, Karo Ass kann jetzt auch immer noch in Hinterhand sein, dann ist die 10 aber wahrscheinlich sowieso nicht zu verteidigen, zumindest nicht, wenn beide Trümpfe stehen. Und das war eine sehr gute Idee, eine ausgezeichnete Idee. Ja,
damit bleibt es da bei den 21 Augen. Und wie gut die Idee war, das sehen wir an sich erst in diesem Stich. Es liegt offensichtlich nicht nur das Karo Ass, sondern auch der Pik Bube, und damit muss ich das Spiel natürlich Schneider spielen. Bei 21 Liegen, die anderen Liegen haben, gebe ich jetzt keinen Stich mehr ab. Wenn Karo Ass liegt, dann hat der Schneider tatsächlich funktioniert. Ja, wenn nicht die Karo Dame getaucht wäre, wäre hinten Pik 10 reingegangen und dann wären sie doch noch rausgekommen. Ja, so ist es. Sensationell. Einmal Ass und Bube gefunden, wo ich sie brauche. Herzhand Schneider auf 350 Punkte. Ja, hätte ich dieses eine Spiel dann nicht überzogen, hätte ich ein ganz ordentliches Ergebnis. Fraglich natürlich, ob Spieler 3 dann das Spiel noch gewonnen hätte. So gewinnt er auf jeden Fall die Liste. 5 Euro von Ariel und einen feuchten Händedruck dazu, mein Lieber. Spieler 1, immer munter weiter versuchen. Auch ich werde wohl noch ein paar Listen spielen müssen, damit es mal wieder für ein Monatsfinale reicht. Ich wünsche euch, wie immer, einen schönen Restabend und gut Blatt.